Interessant war das schon, weil du gesprochen hast über den Dank, über die Schlüsse, über die Zukunft und so weiter. Also ich habe aufgepasst, ich habe da keine Schlüsse für die Zukunft gesehen. Und es ist natürlich, die wirtschaftlichen Fragen jetzt zu beantworten, ist natürlich auch schwierig. Und vieles ist eine Kaffeesudleserei, wenn man es heute machen möchte. Man muss einmal schauen, dass man stabilisiert. Man muss einmal wissen, wo ist denn der Boden? Wo sind denn die wissenschaftlichen Daten? Und wenn ich beim Herrn Minister zuerst aufgepasst habe, der gesagt hat, später werden wir über die evidenzbasierten Daten reden. Also wenn das pro 100.000 die 7 von in Österreich waren und die 20 in Schweden, wenn das die evidenzbasierten Daten waren, dann sind es oder 27, muss ich das jetzt glauben, ja. Aber ich kann natürlich auch sagen, dass pro 10.000 über 80-Jährige immerhin 1.200 an anderen Krankheiten versterben, 1.200. Man muss das immer in der Relation sehen. Und 120 an Atemwegserkrankungen. Ja. Und wenn man diese Relation sieht, dann sieht man, dass der Covid-Virus ernst zu nehmen ist, weil eine Krankheit, und keiner will an irgendeiner Krankheit sterben, auch nicht an Covid oder Grippe oder egal wie die Krankheit heißt. Natürlich muss man schauen, dass man das Mögliche tun kann, aber trotzdem, es ist und bleibt ganz einfach kein solches Horrorszenario, das es rechtfertigt, eine ganze Wirtschaft so lahmzulegen, nämlich auch psychisch so lahmzulegen, dass man spricht von 100.000 Toten, die Särge und so weiter bemüht. Ja. Jeder wird jemanden kennen und wird schuld sein und sonst irgendwas an Toten, an dem Coronavirus und so weiter. Die Leute absichtlich hinunterzuziehen, die Leute an die Kantare zu nehmen, Angst und dann so zu schüren, dass man sagt, aber wir können es richten, ja. Wir wissen, wie es geht. In Wirklichkeit habt ihr genauso wenig gewusst wie viele andere. Ja. Und natürlich hat man sich bemüht, das Beste zu tun. Diese Redlichkeit vielleicht spreche ich nicht ab. Aber natürlich ist es so, dass wir erst wieder Fahrt aufnehmen können, wenn wir auch zur Ehrlichkeit dieser Krise kommen und sagen, was bedeutet denn diese Krise für uns? Und wie können wir mit diesem Virus leben, bis wir einen Impfstoff haben? Weil wir können ja nicht einfach warten und nichts tun, sondern das jetzt hochfahren und so weiter, ist ja dem geschuldet, dass man irgendwann einmal gesehen hat, hoppala, die Kurve hat sich ja, bevor wir die Maßnahmen gesetzt haben, auch schon etwas beruhigt, aber ja sicher, und in Deutschland war es genauso das Gleiche, ist zu sehen, dann sind diejenigen Experten, die sich trauen, aufzutreten und zu reden, Universitätsprofessoren in verschiedenen Teilen, und auch wenn man nach Amerika schaut, der John Ioannidis und so weiter bei seinen Metastudien, der Nobelpreise gekriegt hat und so weiter, die das alles irgendwo auch so weit relativieren, dass man sagt, okay, Krankheit ist auch ein Teil des Lebens, wir müssen wirklich das Beste tun, dass niemand daran stirbt. Und da müssen wir natürlich an die Risikogruppen gehen. Und wenn wir die Risikogruppen abgeschirmt und geschützt haben, ja, denen aber auch Lebensqualität geben, weil was nutzt mir denn ein Leben, wenn es frei und würdelos ist? Ja? Und das ist es, das, was da angesprochen worden ist, wo man gesagt hat, dass man die mobile Fußfessel den Menschen mitgeben möchte. Und praktisch, wenn es nicht brav sind, schaut man in die Wohnungen und in die Häuser hinein. Und hat doch da Angst geschürt. Dann hat man das wieder zurückgenommen. Dann hat man gesagt, na zu Ostern, naja, wenn jemanden besucht hätte, war das eh nicht so schlimm gewesen, weil vielleicht wäre das die Möglichkeit gewesen. Der andere hat dann gesagt, na so ist es dann wieder nicht. Es kennt sich keiner mehr aus. Und Gott sei Dank sind die Österreicherinnen und Österreicher so klug, dass sie wissen, was ist ein Meter, wir brauchen jetzt den Abstand, der schützt mich. Hygiene schützt mich. Ich brauche nicht die Bundesregierung mit der tausendsten Auflage von irgendeiner Veränderung. Und das ist einfach unzumutbar, die vielen, vielen Presseauftritte, wo man jedes Mal Stückerl und Zitzelweise irgendetwas kriegt, was man sich schon gar nicht mehr merken kann, nur damit ihr da in der vollen Gala aufmarschieren könnt. Es ist ja wirklich schon für viele lächerlich, und es ist ja eher schon so, wenn man die ganzen
Angstbotschaften hört, dass da eher die Sackträger kommen als diejenigen, die praktisch irgendwelche Lösungen verbringen. Und wenn wir über die Arbeitsplätze reden, dann müssen wir ganz einfach auch einmal sagen, wir müssen diese Krise ganz normal bewältigen. Und das heißt miteinander reden, die Experten einladen, alle mit teilnehmen lassen, auch die Opposition und vor allen Dingen auch dann der Bevölkerung praktisch die Möglichkeit der Einsicht geben. Und dann können wir, wenn wir uns befreit haben von der Angst der Krankheit, Angst vor Tod der Lieben, Angst des Arbeitsplatzverlustes, vor Schulden, Angst vor dem, dass wir nicht mehr leben können, dann wird es auch wieder eine Normalisierung geben. Und nur mit der Hoffnung und nur mit der Zuversicht wird auch eine Wirtschaft wieder aufleben können. Weil mit dem, was Sie momentan da runtergespielt haben, das ist ganz einfach letztklassig. Und das, was Sie sich herausgenommen haben zu interpretieren, sage ich, das steht einem Nichtmediziner einfach nicht zu. Und weil ich jetzt auch wieder auf die dringliche Anfrage zurückkommen möchte, ist es natürlich auch, naja, ist ja danke, ja, von 55% der Arbeitslosen, also Nettoquote, Ersatzquote, auf 70 das jetzt zu erhöhen, das finde ich zum Beispiel etwas, was gut wäre. Weil es gibt ja sehr viele Menschen, die plötzlich in der Arbeitslosigkeit stehen, die Kredite haben, die ihre Miete zahlen müssen, so wie wir alle, die Energiekosten haben, Mobilitätskosten haben, ein Handy haben, das. Und es oft so ausgereizt haben, dass nicht viel Spielraum ist. Und beim Essen werden sie sehr schwer einsparen können. Und wenn sie dann bei der Miete in Verzug kommen und dort, dann haben die zusätzliche Sorgen. Und 70% sind noch immer nicht 100%. Ja? Und da hätte man sich den Ruck geben können. Ich kann mich nur erinnern an irgendeinen Presseauftritt, wo dann alle hintereinander reingetackelt sind und koste es, was es wolle. Da habe ich mir gedacht, na die Show, die will man wieder da sparen können, weil es wird nämlich genau so kommen, dass das Geld nicht ankommen wird. Es ist viel zu kompliziert in vielen Teilen gewesen. Steuerberater haben sich damit gerauft, viele Sachen haben erst umgeschrieben werden müssen in der EDV. Das hat einfach viel Geld verschlungen. Und der alte Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, den haben sie damit verfehlt. Und hätten sie das Epidemiegesetz gelten lassen und hätten sie es vielleicht ein bisschen in den Zaum gehalten, so dass das Budget nicht ganz explodiert, dann wäre das auch was geworden, weil dann hätten die Leute sofort das Geld gehabt. Sie hätten nämlich das Geld auch sofort gebraucht, auch die Unternehmer, die nämlich Arbeitsplätze sichern müssen, hätten das Geld sofort gebraucht. Und ich kann Ihnen so viele Unternehmer zeigen, die richtig verzweifelt sind, aber genauso die EPUs oder die prekären Arbeitsverhältnisse und. Also da habe ich auf die Fragen und zwischen den Zeilen da überhaupt nichts in die Zukunft gehört. Also wo da der Kollege hingehorcht hat, da würde ich mich fragen, und was soll das dann heißen, wenn die Frau Minister sagt, das ist ein vorläufiger Höhepunkt. Sagen wir, okay, das sind jetzt Arbeitslosenzahlen, das ist vorläufig, dann kriegt man halt irgendwann mehr. Ja, das kann passieren. Ja, schau, man kann sich wieder aufklappen. Und deswegen haben wir, damit es nicht so lange dauert, eben auch diese Maßnahme des Tausender, die ähnlich ist von der Gewerkschaft, ähnlich von der SPÖ, das ist heute ein bisschen anders gelagert, aber wir haben gesagt, in Form eines Gutscheins, damit wir den Markt einfach beleben können, damit die Leute ein Geld in der Hand haben, damit die Inlandsnachfrage gesteigert werden kann, bringen wir diesen Tausender. Nichts von dem wollen Sie. Nur über die WKO und über irgendwelche komplizierten Vereinigungen wollen Sie ganz einfach die Sachen abwägen. Na, ich will ganz einfach, glauben Sie mir, es ist ganz einfach so, dass man über die ÖVP-nahen Organisationen, dass da viele gibt, die wollen das einfach nicht.
Ja, das ist aber ganz einfach so, dass es einen Staat gibt, dass es Gesetze gibt und dieser Staat muss doch in der Lage sein, selber sich zu verwalten, ohne dass er von irgendwo außen Hilfe braucht. Und das ist etwas. Und solange wir nicht hier eine Basis gefunden haben, auf der wir richtig aufbauen können, wo wir die Österreicherinnen und Österreicher auch wieder freilassen, solange wird es mit der Wirtschaft auch leider Gottes immer prekärer werden. Und deswegen bitte ich Sie, schauen Sie darauf, dass das mit den Zuschüssen, mit der Wirtschaft und mit dem Ganzen schneller funktioniert und dass auch beim AMS das, was ja zugesagt wurde oder wo es einen Antrag gegeben hat mit dem Zubau von 500 Mitarbeitern, wo dann gesagt wurde, das wird im Juli gemacht, dass das vonstatten kommt. Die haben einen derartigen Aufwand, einen zusätzlichen Aufwand. Und was hat man gemacht? Ein paar Umschichtungen hat man da drinnen gemacht. Und dann sagt man noch, und da hat man euch ein bisschen über den Tisch gezogen, glaube ich, sagt man ganz einfach, ja, dafür werden wir niemanden abbauen. Das ist doch, wo die Zahlen explodieren an Klienten beim AMS, das kann doch überhaupt nicht sein, das ist unverständlich. Da kommen die Kollegen und Kolleginnen beim AMS ordentlich unter Druck, weil auch die leben und arbeiten in der Krise, müssen das über Homeoffice machen. Manche haben auch Kinder zu Hause und die gleichen schwierigen Bedingungen. Und da müssen sie ganz einfach schauen, dass dort Abhilfe geschaffen wird. Und nur einmal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja? Sagt Bernhard Rösch von der FPÖ Wien. Er kritisiert, dass die Wirtschaftshilfen für Unternehmen zu kompliziert formuliert gewesen seien. Das Geld wäre mit dem nicht zur Anwendung gekommenen Epidemiegesetz schneller geflossen, meint er. Nächster.